da ist der Versuch Kaffee schon mal nichts geworden. Ich habe gerade aus Versehen beide von den Knöpfen gedrückt und dann war die Kaffeemaschine ein bisschen verwirrt. Aber ich glaube, jetzt müsste es was werden. Der geht auch schon entdeckt, dass ich hier wieder in der Küche bin und guckt natürlich, was jetzt hier so gerade passiert. Hier steht auch sein Trinken rum. Und jetzt frühstück ich erstmal in Ruhe und dann gehen wir eine kleine Runde Gassi. Damit schon wieder ein paar Stunden später. Ich war jetzt mit Jack schon die Morgenrunde laufen und habe jetzt ein bisschen in der Wohnung weitergemacht. Also ich bin noch dabei, hier alles durchzuputzen. In der Küche bin ich eigentlich fast fertig und mit dem Badezimmer habe ich jetzt angefangen, habe mich kurz ein bisschen fertig gemacht und werde gleich die Tasche packen, beziehungsweise eine Tasche packen. Ich habe nämlich vor, heute Mittag mit Jack mal eine größere Runde zu laufen. Also hier gibt es so schöne Wege in der Umgebung. Ich fand es schon gestern Abend, als ich gelaufen bin, und heute früh total schön. Und ja, heute möchte ich mal eine andere Runde laufen, ein bisschen mehr in Richtung Wald. Wir haben auch so einen kleinen See hier in der Nähe. Da wollte ich mal mit Jack lang und da packe ich halt eine Wasserflasche ein und generell ein bisschen Zeug zusammen, für mich auch noch was zu trinken, vielleicht einen Snack oder so für mittags. Generell wollte ich euch in dem Video so ein bisschen mitnehmen bei meiner ersten Woche hier mit Shaggy, der ist ja auch mit dabei, hier in meiner neuen Wohnung. Also ich bin jetzt erstmal nur für eine Woche da und dann fahre ich erstmal wieder nach Hause, weil wir dann auch in Urlaub fahren. Und dann komme ich ab September eigentlich dauerhaft hierher. Dann ist aber Jack nicht immer dabei. Ich möchte halt die Zeit, die ich jetzt gerade habe, nutzen, um ihn so ein bisschen an diese Wohnung zu gewöhnen. Das hier ist übrigens so Jacks Ecke. Da hinten stehen noch ein paar Kartons rum. Aber hier habe ich halt so seinen Platz quasi eingerichtet, dass er sich hier ins Körbchen legen kann. Er wechselt aber auch seinen Platz. Also manchmal liegt er hier auch gerne einfach an der Sofakante. Oder da hinten neben meinem Bett, so wie jetzt gerade. Also da legt er sich auch gerne hin. Okay. Oh, jetzt hat er erstmal richtig das Bedürfnis, hier alles zu markieren. Er ist ja schon mal lang gelaufen, meinem Vater. Aber das ist 2-3 Wochen her. Und ich glaube, da kann er sich nicht mehr so dran erinnern. Und hier ist auch relativ viel los, habe ich gerade schon gemerkt. Also hier sind viele Hundebesitzer und auch Fahrradfahrer, Jogger und so. Muss ich mal gucken, wie es heute klappt. Ich habe auch einen Rucksack mitgenommen und was zu trinken für Jack und für mich. Aber ich habe dummerweise die Leckerlis vergessen. Das ist ein bisschen doof. Deswegen hoffe ich, dass er heute nicht so viele Situationen hat, wo ich ihn zurückrufen muss. Weil normal kriegt er da fast immer ein Leckerli als Belohnung, dass er halt kommt. Abseits vom Feldweg und laufen ein Stückchen in den Wald rein. Ist nicht ganz so waldmäßig wie bei meinen Eltern zu Hause, aber gefällt mir richtig gut hier. Rückweg laufen wir jetzt ein Stück übers Feld. Ist halt richtig cool hier, kann man so ganz viele Runden kombinieren eigentlich, weil alle Wege irgendwo zusammenführen. Ich bin jetzt wieder zurück in meiner Wohnung und es kam jetzt währenddessen ein Päckchen an und stand gerade vor meiner Tür. Und entweder es sind Topfuntersetzer oder eine Küchenwaage. Da habe ich nämlich gestern beim Kochen gemerkt, dass mir das noch fehlt. Das sieht danach aus, als wären das die Topfuntersetzer. Das ist einfach so ein Viererset Korkplatten. Muss ich mal gucken, ob das funktioniert, aber die Bewertungen waren eigentlich ganz gut. Genau, und dann müsste morgen eigentlich noch die Küchenwaage ankommen. Es ist mittlerweile der nächste Tag. Ich war jetzt gerade schon mit Jackie draußen, bin mit ihm eine Morgenrunde gelaufen. Jetzt hat er gerade gefrühstückt und nach dem Frühstück schnauft er immer so ein bisschen. Und genau, heute möchten wir den Tag ein bisschen entspannter angehen, beziehungsweise ich möchte den Tag ein bisschen entspannter angehen, damit ich hier in der Wohnung mit dem Putzen fertig werde. Also ich habe gestern das Bad geputzt und heute ist hier der Wohnraum dran, damit ich euch das auch mal ein bisschen zeigen kann, wie es jetzt hier dann so aussieht. Genau, jetzt check gerade kurz einmal auf mein Bett. Kommst du runter, habe ich gesagt. Mensch, ab, runter. Und hat hier gleich seine Pfotenabdrücke hinterlassen. Ich weiß nicht, ob man es sieht, ein bisschen vielleicht. Hat mir das Spielzeug gebracht und wollte jetzt spielen. Aber nach dem Frühstück gibt es bei uns sowas nicht, gell? Wegen Magendrehung und so, das wollen wir hier nicht riskieren.
gerade noch dabei, den Spiegel fertig zu montieren. Also den hier, der soll noch ein bisschen höher werden, also ungefähr noch 2 Reihen. Und dann ist der auf 1,50 Meter, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Der ist übrigens vom Lotsystem von IKEA. Das finde ich echt ganz cool, wenn man nicht so viel Budget für einen Spiegel hat. Ich wollte jetzt auch keine 100 Euro ausgeben. Und ich habe jetzt für 3 von solchen Packs, glaube ich, unter 30 Euro bezahlt. Also ja, dafür, dass man dann halt wirklich einen 1,50 Meter Spiegel hat, ist es echt cool. Es gibt jetzt auf jeden Fall erstmal Mittagessen. Und zwar wollte ich mir einen Salat machen und diese Soße hier dazu. Ich habe da jetzt noch ein bisschen Erdnüsse, Tomaten und Gurke drüber gegeben und natürlich Salatsoße. Jackie ist gerade ein bisschen K.O. von unserer Mittagsrunde. Und ja, nebenbei schaue ich jetzt ein bisschen Netflix und genieße mein Mittagessen. Heute ist Sonntag, also es sind jetzt wieder ein paar Tage vergangen. Das Wetter hat leider die letzten Tage ein bisschen nachgelassen. Ich bin froh, dass ich Mittwoch und Donnerstag war es, glaube ich, gut genutzt habe und mit Jack lange draußen war. Weil jetzt gerade muss ich ein bisschen aufpassen, es gewittert nämlich immer zwischendurch und dann regnet es die ganze Zeit. Wir machen auf jeden Fall noch das Beste draus die letzten 2-3 Tage. Wahrscheinlich fahren wir am Dienstag oder Mittwoch wieder zurück. Die Wettervorhersage sagt auch, dass es gleich noch gewittern soll. Ich finde aber die App bei Apple ist immer nicht ganz so genau, deswegen habe ich jetzt nochmal gegoogelt und bei Google ist kein Gewitter drin, deswegen vertraue ich da jetzt einfach mal drauf und werde mit ihm jetzt mal loslaufen. Und ja, ich hoffe, wir kommen nicht allzu dreckig wieder hier an. You can paint a picture while we're playing. Palm trees in the air. I can sing you all that I've been saying. I love the color of your hair. All I really know is I was waiting. Now that love is ours to share. Kleines Zuspiel findet Jack. Man sieht ihn, glaube ich, ein kleines bisschen. Da mit seiner Rutenspitze. Aber das ist der falsche Weg. Wir wollen nämlich geradeaus. Ich habe heute auch mal wieder den Dummy dabei, damit wir auch ein bisschen was fürs Köpfchen machen können. Gell, Jackie? Und übrigens, die Sonne ist ein bisschen rausgekommen jetzt auch. Also das Wetter ist ganz gut. We can take any road that we like. I've got nowhere okay, else to be. Your eyes look prettiest on the water. Hope you don't mind that I stay. And I truly think you looked. So, wir sind wieder zurück. Jack sieht sogar noch einigermaßen in Ordnung aus. So klar, ist ein bisschen dreckig. Wo willst du denn hin? Huh? So gerade vorne oder hier, wenn man das sieht. Diese grünen kleinen Teile bleiben irgendwie immer in seinem Fell hängen. Aber ja, haben wir echt Glück gehabt mit dem Wetter noch. Ich habe euch meine Wohnung hier noch nie so richtig im Ganzen gezeigt. Und auch wenn jetzt noch vieles ausbaufähig ist, wollte ich es euch ganz kurz mal zeigen, wie es hier so aussieht. Also der Zwischenstand quasi. Hier ist einmal meine Küche, wenn man so links in den Raum reinkommt. Die ist, wie gesagt, schon im letzten Vlog relativ groß für eine Einzimmerwohnung. Ich habe jetzt auch schon ein paar Mal gekocht und komme damit sehr gut klar. Genau. Huch. Hier steht übrigens auch mein ganzes Putzzeug rum. Da muss ich noch einen Platz für finden. Und dann haben wir hier mein kleines Badezimmer. Also es ist wirklich ein sehr kleines Badezimmer und hier trocknet gerade die Badematte. Jackie, raus. Ja, da steht noch der Schrank von IKEA, der muss noch aufgebaut werden. Also so ein Unterschrank hier fürs Waschbecken. Aber genau, das ist so das Badezimmer. Ja, dann kommt man hier in den Hauptraum. Also ich habe insgesamt übrigens 27 Quadratmeter plus einen Keller. Da haben wir einmal meine Esstischecke bzw. Schreibtischecke, je nachdem, für was ich es halt dann gebrauchen kann. Dann habe ich ja hier das Spiegelsystem angebracht. So sieht es jetzt hier fertig aus. Finde ich eigentlich echt ganz cool hier für die Ecke. Dann Fernseher und der Wohnbereich. Genau. Und hier ist dann so mein Schlafbereich. Habe ich versucht, ein bisschen so durch das Sofa hier abzutrennen. Ja, hier steht noch eine Kiste mit Papiermehl rum. Die nimmt mein Vater dann am Dienstag mit, wenn er mich abholt. Mein Kleiderschrank, da oben auch noch Papiermüll. Ja, und hier meine WLAN-Box plus Telefon. Genau, und hier sind halt die 2 Fenster, da habe ich so Sichtschutz dran, was ich eigentlich auch ganz gut finde. Wenn ich dann mit der Wohnung fertig bin, werde ich auf jeden Fall auch nochmal eine ausführliche Roomtour drehen, euch nochmal genauer sagen, woher die einzelnen Sachen sind. Aber ich finde, bisher kann man sich hier auf jeden Fall auch schon recht gut wohlfühlen und es wird auf jeden Fall auch immer wohnlicher. Jackie kriegt jetzt sein Abendessen, er wartet gerade nur noch darauf, dass ich ihn gleich freigebe.
Und ich habe mir jetzt schon mal den Wasserkocher rausgeholt und werde jetzt die Nudeln von gestern, also ich habe gestern Chili sin Carne gemacht mit Nudeln und da ist halt noch was übrig und die werde ich jetzt warm machen zusammen mit dem Pesto hier. Das finde ich richtig cool, das hatte ich neulich schon mal. Genau. Und du möchtest was essen, gell? Schau. Okay. Meine Nudeln sind jetzt fertig, da freue ich mich jetzt richtig drauf gerade. Und ich schaue gerade die Serie Young Royals. Ich bin bisher noch nicht ganz so überzeugt, bin aber auch erst bei Folge 2, also ich werde es mal weiterschauen. Genau, mal gucken, ob die noch besser wird. I'll give you ukulele lessons Monday mornings if you're free. Also guten Morgen erstmal, heute ist Montag, also einen Tag später. Und ich möchte jetzt gleich mal einkaufen fahren und Jack dann über die Zeit hier in der Wohnung alleine lassen. Das wäre jetzt das erste Mal, wo er wirklich länger als 10 Minuten oder so alleine ist. Ich war halt vorher nur kurz mal im Keller und habe die Wäsche gemacht oder ja, so ein Zeug halt. Aber jetzt möchte ich wirklich mal eine Stunde, zwei Stunden oder so das Haus verlassen und währenddessen kontrollieren, was er macht, während ich weg bin. Dafür habe ich mir jetzt so eine App runtergeladen. Ich weiß nicht, ob die funktioniert. Ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Und man braucht halt zwei Handys. Eins nimmt man quasi mit. Das ist hier mein aktuelles. Das werde ich mitnehmen. Und das ist mein altes iPhone. Das habe ich jetzt zum Glück wiedergefunden und zum Starten bringen können. Und ja, das werde ich jetzt mitnehmen. Ich suche jetzt ein anderes Gerät. Die heißen es logischerweise beide iPhone von Kim. Aber ich werde mal jetzt von meinem aktuellen Handy das andere Handy koppeln. Wenn ich das richtig gelesen habe, soll die App einem dann immer, wenn der Hund bellt, eine Nachricht schicken. Und rein theoretisch kann man auch auf die Kamera von dem anderen Handy dann zugreifen. Wenn das wirklich klappt, wäre das natürlich richtig cool, weil dann habe ich so ein bisschen ein Gefühl dafür, wie oft Jack bellt, während ich nicht da bin und kann dementsprechend auch abwägen, ob der auch längere Zeit dann hier allein sein könnte, wenn ich dann später arbeiten gehe und so. Hier kann man jetzt auswählen, welches Gerät für was zuständig sein soll. Das ist jetzt mein altes Handy, das soll jetzt Station Hund sein. Mikrofon ist okay. Und ja, ich bin gespannt, ob das funktioniert. Ich werde euch auf jeden Fall später updaten. Ich habe jetzt meine 7 Sachen zusammengepackt. Das ist ja immer so eine DM-Einkaufstüte und meine Tasche. Jackie denkt gerade noch, er kann mit, aber er bleibt jetzt erstmal hier alleine. Komm, ab ins Wohnzimmer. Komm. So, Blickchen. Ab, Platz. Platz. So, ich bin wieder zurück. Jackie freut sich. Und er hat es richtig, richtig gut gemacht. Hier steht noch mein Handy, auf dem ich die Kamera laufen lassen habe. Ja, ich bin sehr stolz auf ihn. Ich bin jetzt wieder zurück zum Einkaufen und dachte mir, ich zeige euch mal kurz, was ich eingekauft habe. Falls jemand interessiert, sind so Kleinigkeiten. Also einmal habe ich mir für jetzt gleich ein Smoothie mitgenommen. Der sah eigentlich ganz lecker aus. Dann habe ich Seife gekauft für mein Badezimmer. Was machst du? Da fehlt mir nämlich noch Seife. Ich habe zwar einen Seifenspender, aber halt noch keine Seife. Genau, ein stilles Wasser, weil ich habe letzten Mittwoch, als ich einkaufen war, nur Sprudelwasser mitgenommen. Und ich mag eigentlich gar kein Sprudelwasser. Dann habe ich hier noch Vollkornbrot für zum Frühstück. Dann eine Packung Oreos zum Snacken so für abends oder zwischendurch. Und dann habe ich hier noch so Bohnen mitgenommen von Heinz. Die sollen in Tomatensauce sein. Und ist eine gute Proteinquelle. Deswegen, jetzt bin ich gerade nicht fokussiert. So. Ja, deswegen wollte ich die heute mal zum Abendessen machen. Und dann habe ich noch zweimal Dr. Pepper mitgenommen. Das mag ich richtig gerne. Ja, genau. Und das war es eigentlich schon. Also ich habe auch das meiste Zeug eigentlich noch da. Und bin ja auch nur noch bis morgen da. Und nochmal zu der App. Also ich bin echt sehr zufrieden. Ich fand die richtig cool. Also die hat mich wirklich jedes Mal darauf hingewiesen, wenn Jack irgendwie Geräusche gemacht hat. Natürlich meckert die dann bei jeder Kleinigkeit. Also auch wenn der jetzt sich hier auf den Boden legt oder Wasser trinkt oder so. Aber ich finde es so besser, als wenn ich gar nichts hätte, um sein Verhalten zu überprüfen. Ja, und gebellt hat er kein einziges Mal. Das ist auch super. Ja, und ich werde auf jeden Fall die App mal weiter ausprobieren. Und gucken, ob ich damit klarkomme. When I saw you standing there, all I really know is I was waiting. Now that love is ours to share.